Berlin Alt-Tegel. Six all in the mix und ein herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar heute mal kein Brustgurt-Prank-Vlog, sondern mal ein ganz normales Video mit meinem Gesicht drauf ab und zu. Ja, Freunde, ich würde sagen, bevor das Video beginnt, lasst mal einen Daumen nach oben. Und für die Leute, die immer noch so faul sind, abonniert diesen Kanal, verflucht nochmal. Denn laut Statistik sehe ich immer 80-90% der Leute, die schauen zu. Ihr seht es ja an den Klicks und an der Watchtime vor allem. Aber die abonnieren nicht. Und ihr wisst Bescheid, bevor wir beginnen, Intro. So. Eine Minute mit ihr. Das hat er gleich zugesagt, Herr Kollege. Freunde, Berlin-Tegel in so einer Art Innenstadt hier, Einkaufspassage. Was geht ab? Ein bisschen Live-Musik. Was sehen wir noch? Entspannte Leute, geiles Wetter. Und ja. Tegel hat seinen eigenen Vibe, Freunde. Guck mal hier. Da hinten Brauhaus. Ja, was zu saufen, essen. Eine Band hier. Sich mich in Unterbeute, jene Seele zu beäugen, das vom Brot weite Zeugte, ohne Reue zu bezeugen, so dem Halse mir ein Wort. Oh. Diese Blume so verletzlich war, entsetzlich vorsätzlich geblüht. Live-Musik in Tegel, Freunde. Dann vorne nochmal am Wasser wahrscheinlich. Und ja, die verschiedensten Cafés. Ich glaube, ich war schon mal hier, wo es ein bisschen kälter war. Ja, letztes Jahr sogar noch, glaube ich. Tja, heute sind wir hier, mitten im Sommer, im Juni, mit T-Shirt und kurzer Hose. Naja gut, kann man ja mal machen, oder? Auf jeden Fall ist es im Sommer viel schöner hier. Kann man nicht meckern. Wie sind denn die Tegler so drauf? Wie ist denn der Vibe hier so? Das wollte ich mal checken. Außer ständig Friedrichshain, Warschauer Straße oder so. Berlin Alex. Heute mal einen anderen Vibe so. Wie sind denn die Leute in Tegel drauf? Das ist heute mal so interessant zu sehen, was hier so läuft heute. Eiscafés, Gelatoni sehe ich gerade. Ja, Tegel hat auch schon seinen eigenen Vibe. Tegel ist der Reinigende, oder? Ja. Wunderschöner Ort. Wie ich sie gerade mitbekomme. Ein kleiner süßer Dorf, Reinickendorf. Ist ja alles Reinickendorf, ne? Guck mal hier, schon ein schöner alter Eisladen. Ich meine, was wollen wir denn noch? Alles schön klein, familiär gehalten hier. Super interessant. Auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Ecke hier. Reinickendorf. Ihr seht ja, Berlin ist so facettenreich. Wir haben so viele Bezirke hier. Ja, und jeder hat seinen eigenen Vibe hier so. Habe ich schon auch öfter mal erwähnt gehabt, aber es ist wirklich so. Wenn ihr nach Berlin kommt, alles hat so einen eigenen Stil. Die Luft ist auch anders, die Leute sind ein bisschen anders auch drauf. Der Berliner Dialekt bleibt aber, ihr wisst schon, ich meine, so, das ist hier richtig so West-Berlin halt, ne? Und so ist es auch. So geben sich die Leute hier auch. Kleine Halbplattenbauten nenne ich das. Oder so kleine abgesägte Bungalows. Also, ja, Reinickendorf ist ein schöner Ort. Tegel ist ein schöner Ort. Persönlich würde ich hier nicht leben, aber ich respektiere den Ort auf jeden Fall. Und ich persönlich bin auch sehr selten hier, in der Umgebung vor allem. Also Tegel ist wirklich sehr eigen. Es zieht mich aber auch nicht hierher, so, ehrlich gesagt. Aber es ist in Ordnung, glaube ich. Zum Wohnen ist das okay. Es hat wirklich dörflich, eher so dörfliche Verhältnisse. Obwohl man hier in Berlin ist. Reinickendorf. Es hat sehr alles klein, familiär. So.
Aber auch hier ist Leben. Und nicht nur an der Simon-Dach-Straße. Ah. Ja, Freunde, ich glaube, inzwischen sind auch hier die Wohnungen sehr gestiegen, die Mietwohnungen vor allem. Ich glaube, eine Eigentumswohnung in Berlin kann man sich schon fast gar nicht mehr leisten. Oder wer gibt denn, meine andere Frage, mal anders gefragt, wer gibt denn 300 oder 200 oder 350.000 oder 400.000 für eine Dreizimmerwohnung? Ich glaube, keiner macht das. Oder? Bitte? Eine Spende, bitte. Eine Spende? Du bist sehr gut angezogen, Bruder. Das kann nicht sein, dass du mich nach Spende fragst, Alter. Für die Kleine. Der dachte, ich bin bescheuert. Der dachte, ah, YouTuber, den verarsche ich jetzt. Ja, sowas macht mich echt sauer, Freunde. Der ist besser angezogen wie ich und fragt mich nach Spenden, da werde ich sauer. Also da werde ich sauer. Ich habe bloß kein Kleine, ich hätte bestimmt bei dir geben. Ja gut, aber... Aufgrund des Kindes schon erwähnen, ja? Ja, das macht er auch gut, ne? Dass, doch, wenn er das Kind dabei hat. Wahrscheinlich nur des Kindes wegen, ne? Dann macht er absichtlich mit dem Kind. Naja, sicher. Sicher. Es ist heftig, wo die alle unterwegs sind. Das ist, und ich habe gerade fast einen Schlag bekommen. Das kann aber nicht wahr sein. Ja, wenn Messi sieht man so ein... Nee, dann ignoriere ich leider die Leute. Das Kind kann echt nichts dafür sein, aber der Typ, der hat mir gar nicht gepasst gerade. Tut mir echt leid. Ich bin auch kein böser Mensch, ne? Ich gebe auch gerne, wenn ich sehe, Leute sind in Not. Hat damit doch nichts zu tun. Man weiß nicht, ob man abgezockt wird von jemandem, ja? Das ist es ja. Oder nicht. Ich will die Leute auch gar nicht so irgendwie so schlecht darstellen. Ich finde auch junge Leute, die sich hinsetzen und betteln. Das geht dann die nicht. Die kriegen von mir keine Unterstützung, weil ich richtig. Ich muss auch der Arme hoch, dann kann man was zu verdienen. Ja? Du hast Arme und Beine, ich meine, was ist da los? Ja. Ja, von nichts kommt nichts. Alles tschüss. Gute, tschüss. Schönen Tag. Ja, sogar der ältere junge Mann hat auch gesagt, ey, guck mal. Unerhört der Typ, Alter. Der Typ war unerhört. Der ist besser angezogen wie ich und fragt mich nach Kleingeld, oder was? Was geht hier ab, Freunde? Ja. Ja, gut. Jetzt habt ihr auch mal so eine andere Ecke und Art und Weise gesehen. Ja. Ich weiß gar nicht, was der war. Ich möchte auch niemanden über einen Kamm scheren. So. Das war einfach ein junger Mann, der mich nach Kleingeld gefragt hat. Weil er gesagt hat, er hat eine kleine Tochter. Hä? Ich habe auch ein Kind, Digga, zu Hause, aber ich bettel nicht draußen. Offensichtlich, dass ich sage, ich habe eine Tochter. Was hat denn jetzt sein Kind mit ihm zu tun? Das verstehe ich bis jetzt nicht. Geh arbeiten, Digga. Nicht jeder kann YouTube machen. Ja. Ja, Freunde, was geht ab? Nee, jetzt nicht böse gemacht, aber ihr müsst mich verstehen, das ist zu viel schon. Da werde ich echt sauer. Ja, eine schöne Gegend an sich. Eine sehr, sehr schöne Gegend. Ich glaube, bis dahin sind wir letztens nicht mehr gekommen. Aber jetzt können wir das ja machen. Boah, super krass entspannt hier. Die Parks, die Leute. Also hier herrscht auch absolute Ruhe. Keiner schreit rum oder wie in Köln oder so. Keiner flippt hier aus. Super angenehme Lage. Wo gehen wir überhaupt hin? Ist ja auch egal. Hauptsache wir checken die Lage so. Ja. Ultra ruhig hier auf jeden Fall. Hat er gerade du Ausländer gesagt, der Kleine? Hat sich so angehört. Hast du schon Spammi geraucht? Schaut mal hier eine kleine süße Kirche, was ist das? Das ist so eine Kirchengemeinde, oder? Boah, Reinickendorf ist schon geil, Digga. Ballert auf jeden Fall. Guck mal hier, kann man gleich das ganze Gebäude sehen. Ich feier mein Weitwinkelobjektiv. Ich feier Apple. Genau deswegen feier ich Apple und iPhone. Apple, die beste Firma, die beste Company zurzeit auf der Welt, die es gibt. Einer der besten. Die bringen Handys raus, Alter. Davon träumt die Kameraindustrie, Alter. Die ganzen Kamerafirmen, die kacken zurzeit alle ab. Weil Apple sowas rausbringt nun mal. Du hast alles in einem Gerät. Du brauchst keine 2000 Euro Linse mehr. Speicherkarten. Filter. Und. Das ist schon alles in einem Phone. Heftig. So, wir gehen jetzt hier direkt zum Wasser, sehe ich gerade, oder? Übrigens fällt mir gerade ein, wir sind in Tegel und hier gibt es einen richtig krassen Burger. Hier war ich mal im
im Winter, letztes Jahr Dezember, Januar oder sogar in diesem Jahr im Januar, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall Ende Winter, Anfang Winter, Ende Winter, Mitte Winter, Ende Winter war ich hier beim Bloody's Burger. Vielleicht gehen wir da auch nochmal gleich hin, weil ich habe echt ultra krass Hunger. Und ich würde mir vorstellen, nach diesem Walk mir nochmal den Burger reinzuziehen. Das war übrigens der beste Burger meiner Meinung nach hier in Tegel. Ohne Witz. Bloody's Burger hat geballert. Grüße gehen raus an den Kollegen, wenn du das siehst. Vielleicht sehen wir uns ja gleich. Wer weiß. Bloody's Burger, Bro. Ich weiß noch, der Burgerladen war heftig. Ja. Ja, Freunde, und hier sind wir am Wasser direkt am Hafen. Berlin-Tegel, Alt-Tegel. Eine alte englische Telefonzelle. Heftig. Was das hier für eine Ruhe ist. Boah, hier kann man sich wirklich mal herkommen, mal sammeln gehen. Hier könnte man wirklich ankommen und sich hinsetzen, chillen, ein Buch lesen, sich sammeln. So aus dem Park heraus. Und heftig. Ein richtig cooler Ort. Erinnert mich so ein bisschen an Treptow Park, aber Tegel hat nochmal seinen eigenen Vibe. Vibe, sag ich dazu. Boah, heftig, Mann. Einmal herkommen ist cool, entspannt so. Hier wohnen würde ich nicht, aber so zum Chillout ab und zu ist schon fresh. Direkt hier am See oder was? Ist das jetzt ein See oder ein Kanal oder was genau ist das hier? Ja, auf jeden Fall. Da wurde ich gerade ausgelacht ohne Ende, oder? Und ja, aber ich meine, das ist doch fake, oder nicht? Oder doch alles hier sozusagen. Guck mal hier, was ist das hier, eine Ente? Ja, Chillout-Vibes. Ich glaube, da war so eine Olle mit einem Typen als Pärchen. Der hat mich gerade echt ausgelacht gehabt. Aber so ist es ja. Ich glaube nicht, dass diese Seen hier natürlich sind. Das ist komisch hier. Berlin hat ja kein Meer. Dumme Sache wieder hier meinerseits. Schau mal hier. Aber so eine Ente chillt hier. Vibes. Naja, auf jeden Fall. Tegel. Mal ein ganz anderer Vibe. Ja, wir gehen zurück, wir gehen zum Bloody's Burger. Dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Video. Aber wir gehen uns auf jeden Fall nochmal den Burger reinziehen. Und soweit so gut, bisher sind wir gekommen. Schaut euch das an. Super Wetter. Heute nicht mehr so warm wie jetzt in den letzten Tagen, 30, 35 Grad. Heute nur 25, 26 Grad. Reicht ja völlig aus. T-Shirt-Wetter trotzdem und dennoch sehr angenehm. Ist jetzt nicht zu krass warm. Ja, jetzt können wir die mal vielleicht mal fragen. Wir verlassen jetzt einfach mal den See hier, Tegeler See. Und wir gehen jetzt direkt mal kurz zu dem Bloody's Burger. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich habe mich nochmal mit den Pärchen unterhalten, die waren super nett. Und ja, danke fürs Zugucken. Es geht weiter, wir gehen jetzt was essen. Einfach mal so auf die Schnelle, auf Nacken, versteht sich. Freunde, wir sehen uns vor Ort. Bis gleich. Oh, guck mal hier, richtig schön. Urban trifft Classic. Richtig schön mit den Blumen, Natur, richtig casual, Classic und dann kommt so ein Graffiti. Bam, Digga. Das ist Berlin, Freunde. So, Freunde. Und jetzt sind wir hier bei dem Kollegen, an dem ich mich gerade erinnern konnte. Und zwar beim Burgerladen hier, Bloody's Burger. Einer der krassesten Burger in Tegel. Wenn nicht sogar der beste Burgerladen in Tegel, offiziell für mich. Ja, die Kollegen waren letztes Jahr auch schon mal hier. Die Leute von Devil Beef. Und ich würde sagen, grüß dich Meister, wie geht's dir? Alles gut? Ja, Hammer. Schön dich zu sehen wieder. Ja, ich dachte, ich komme auf dem Sprung vorbei. Und ja, freut mich, dich wieder zu sehen, Mann. Wollte mal deine Qualität checken. Mal wieder Qualitätscheck. Ich habe an dich gedacht, siehst du, letztens war das so lecker. Ich glaube sogar letztes Jahr war das, ne? Dieses Jahr noch, ne? Dieses Jahr im Winter war das? Ja. Februar oder was? Januar? Weiß gar nicht mehr. Das war so lecker, dass ich mich an dich erinnern konnte und wieder hier bin. Ja. Meinst du, deine Qualität hält immer noch? Was sie verspricht? Immer noch. Wir sind gespannt. Weiter so. Okay, was kannst du mir empfehlen heute? Was hast du letztens gegessen? Classic Burger, glaube ich. Bloody Burger oder ein ganz normaler Hamburger, weiß ich gar nicht mehr. Ja. Chicken Burger probieren heute? Chicken Burger? Ja. Pass auf, machst du mir einen Chicken Burger und dann nochmal irgendwas mit Rindfleisch. Das wäre auch nochmal interessant. Bei deine. Ist Hotdog gerne? Ja, warum nicht? Ja. Ja. Freunde, das wird es sein. Der Chicken Burger und einmal der Hotdog. Ja, sehr gerne. Perfekt. Ey, bester Mann. Bis gleich. Und los geht's. Bro, deine Burger sind der Hammer, allein wie die aussehen. Crispy Chicken Burger. Okay. Ja, hast du dann mit Zwiebelringe, gegrillte Tomaten, Salatherzen, ausgemachten Burgersoße und dann mit leckeren
Wow, das sieht echt sehr, sehr gut aus. Ich würde sagen, lass dich blicken, oder? Geht? Dankeschön, Bro. Allein die Optik, mein lieber Freund. Du hast ja gesagt, du recherchierst. Also du hast da vorher irgendwie alles lernen müssen. Das haben wir auch schon beim letzten Video sogar besprochen. Das heißt, alles, so wie es bei dir gerade aussieht, ist gewollt. Es ist kein Zufall. Es ist kein Zufall. Freunde, schaut euch das an. Und deswegen bin ich wieder hier. Jetzt wisst ihr, warum ich hier bin. Nicht nur wegen dem Geschmack, sondern auch wegen der Optik. Der erste Biss macht's. Und die Optik ist natürlich einzigartig. Wir probieren zuerst die Pommes. Süßkartoffeln, klar, kennt man. Sollte jetzt an sich nichts Besonderes sein, weil es hier um den Burger geht. Moment. Boah, ausgemachte Soße sehe ich gerade. Und ja, der Chicken Burger. Chicken Classic, glaube ich. Wenn du mächtigen Stück Chicken. Man merkt, dass der Meister sich Mühe gibt. Also ich bin bisher sprachlos. Ihr seht, ich komme nicht klar. Lasst mich ganz normal aufessen. Und ihr seht jetzt das Ganze nochmal hier in einem Schnelldurchlauf. Und wir sehen uns hinterher nochmal. Ich habe echt keinen Bock gerade zu reden. Bis gleich. Freunde, der Burger ist weg. Ich würde sagen, nächstes Ding. Boah, der war richtig sehr, sehr gut, Bruder. Du hast mich echt gekillt. Der ging weg wie Wasser. Der war sehr, sehr gut. Danke dir. Das war mein Chicken Burger. Alter, was geht hier ab? Schon schlimm, dass der Typ hier in Tegel ist. Eigentlich müsste der irgendwo Zehlendorf, Alexanderplatz, Kudamm. Bro, weißt du, wo ich dich sehe? Ich sehe dich, ganz ehrlich, weißt du, wo ich dich sehe? Ich sehe dich am Alex, am Kudamm. Unter den Linden, Brandenburger Tor, weißt du, ich meine? Bruder, ich bin Gottes Willen. Aber warum bist du hier? Weiß ich nicht, ich weiß nicht. Aber geh dahin. Auf jeden Fall. Mit deiner Kunst, ja? Ich sehe das schon als Kunst an. Das ist schon nicht normaler Burger, das ist wirklich Kunst. Und das sage ich eigentlich zu niemandem. Boah, Digga, der muss eigentlich wo ganz anders sein. Das hat mich gerade so krass gesättigt, dass der Burger. Echt ultra krasser Chicken Burger gewesen. Jetzt kommt gleich auch noch der Hotdog. Alter, ich bin jetzt schon tot, aber wir ziehen das einfach mal durch. So, mein Lieber, schaut euch das an. Digga, was ist das für ein Hotdog? Heftig. Du hast die Zwiebeln selber noch gerade angebraten. Also keine trockene Zwiebel drüber gekauen. Karamellisierte Zwiebeln. Und schaut mal bitte, wie gerade und sauber alles bei ihm ist. Nichts kleckert, gar nichts. Also perfekt, guck mal. Der sieht komplett perfekt aus. Schaut euch das an. So, das ist jetzt ein Hotdog. Genau, aus purem Rindfleisch. Aus 100% wärmes Rindfleisch. Wow. Okay. Karamellisierte Zwiebeln und selbst eingelegte Gurke. Eingelegte Gurken, eigene Sachen machst du. Alles von der Hand her, alles aus eigenem Haus. Ketchup und ganz Standard, Ketchup und Senf. Okay. Über das Fleisch haben wir gerade auch geredet, das ist eine eigene Metzgerei von da, wo du kaufst. Genau. Und da ist immer sehr gutes Fleisch, sagst du. Und nochmal für die Leute, die religiös sind, genau, du sagst ja, alles ist halal. Okay. Das heißt, alles wird fachgerecht geschlachtet. Okay, perfekt. Krass, ja. Okay. Okay, Freunde. Super, oder? Danke dir. Wir kommen jetzt zum Hotdog. Ich bin, ja. Digga, ich bin schon gespannt. Der Hotdog. Let's do it. Der hat so mal richtig schön abgepackt hier. 100% Rindfleisch. Eingelegte saure Gurken, eigene Gurken. Hier abgepackt mit einer Alufolie, Alupapier. Und die Wurst sozusagen in der Mitte zerschnitten. Damit man da besser reinbeißen kann. Der hat mir das nochmal erklärt gehabt. Der Rinderdarm ist nochmal ein bisschen dicker als beim Schwein. Und daher ist der Darm so dick. Ja? Daher muss er jetzt nochmal zerschneiden. Aber ich würde sagen, der erste Biss, let's go. Hotdog beim Vladis Burger. Schön saftig, schön, boah.
Der Darm ist definitiv dicker, da hat er recht gehabt. Aber er schmeckt dennoch sehr, sehr gut. Die Zwiebeln, Moment. Die Zwiebeln, das Fleisch, die sauren Gurken. Ich glaube, der ist so ein Gourmet-Koch, so ein Meister. Ich glaube, der Kollege muss ein Restaurant führen. Keine Imbissbude. Ein richtiges Restaurant. Heftig. Da ist nur ein Hotdog dabei, überkrass. Lass mich kurz aufessen. Und dann sehen wir uns hinterher nochmal. Ja, hey, heftiger Typ, was soll ich dazu sagen? Wir fassen uns sehr, sehr kurz heute. Berlin-Tegel. Wir waren gerade bei Bloody's Burgers zum Schluss nochmal. Heftiger Typ. Heftiger Burger. Was geht ab, Bryce? Wie läuft's? Ja, gerade. Ein bisschen was machen zum Abschluss. Nee, ich mach gleich nochmal den Abschluss. Bin schon durch. I? X? Wie viel Abonnenten hast du? 13.000. Waller stark. Zieh durch. Natürlich, sonst hätte ich nicht angefangen, wenn ich kein Durchzieher wäre. Preis-Leistung, Geschmack und Ambiente. Kommen wir zu Preis-Leistung. Preise, wie alle, überall gleich fast. Ja? Der Burgerladen hat wirklich sehr, sehr gute Preise, zwischen 6 und 8 Euro. Ein Burger. Der Burger war ja das Wichtigste, die Pommes ist eigentlich scheißegal. Und was soll ich sagen? Preis ist für mich auf jeden Fall eine 10, weil Preise fast überall gleich sind. Ja? Der hat einen Standard, ein Mittelmaß. Und vom Preis her, wo man den auf jeden Fall eine 10 geben kann. Der junge Mann ist nicht gierig und der ist aber auch nicht so. Ja, der weiß genau, wofür er steht und er kennt seinen Wert. Und dem gebe ich auch recht. Ja, hat er den Preis auf jeden Fall verdient. Ich würde dann lieber immer noch bei der Qualität ein bisschen höher gehen, weil sonst rentiert sich das nicht. Ja, es muss sich rentieren und die Mieten und alles drum und dran, ist ja auch egal. Ambiente ist wunderschön, so ein bisschen Urban Style. Seine Wände sind besprüht, so ein bisschen Graffiti. Feiere ich sogar persönlich und gebe ihm daher auch eine 10 nochmal dafür. Ja. Und Geschmack brauchen wir nicht drüber zu reden. Geschmack ist eine 10 von 10. Insgesamt bekommt der junge Mann und sein Laden von mir eine 10 von 10. Unglaubliches Essen. Glaubt mir. Ich habe das schon mal ein Video gemacht. Ihr merkt ja, ich war hier spazieren gegangen und ich habe mich an seinen Laden hier erinnert. Hey, ich bin in Tegel. Was ist der erste Gedanke? Ich habe Hunger. Daher, dass ich Hunger hatte und hungrig rumgelaufen bin jetzt hier nach dem Video oder im Video, weil ich vorhin nichts gegessen gehabt habe. Habe ich sofort an Bloody's Burger gedacht. Bloody's Burger ist für mich offiziell der beste Burger in Tegel, in Reinickendorf. Sage ich so, wie es ist. Es gibt wahrscheinlich noch ein paar. Schickt mir auf jeden Fall mal die Adressen und die Orte zu. Dann gehe ich die auch nochmal probieren. Aber ich glaube, an den hier kommt keiner ran. Das tut mir auch schon beinahe leid, weil der Typ ist echt sehr, sehr gut. Er packt so viel Herz da rein. Ihr wisst ja, wie es manchmal im Leben ist. Wenn du als Mensch diese Energie hast, dann wirkt sich das auf dein Essen aus. So, du ziehst die Hand, du fährst Dinge an und Dinge werden genau so, wie du drauf bist. Ja? Wenn die Leute schlecht drauf sind, dann schmeckt das Essen nicht. Kennt ihr das vielleicht? Und ja, das ist eigentlich beinahe traurig, dass er hier in der Ecke irgendwo ist. Ich wünsche ihm einen Laden, auf jeden Fall hier irgendwo am Brandenburger Tor oder irgendwo jetzt hier, keine Ahnung, in Zehlendorf oder Steglitz. Nichts gegen Tegel, nichts gegen die Leute hier in Reinickendorf, aber Bro, mit der Qualität hat er hier persönlich nichts in Tegel verloren, meiner Meinung nach. Also ich würde hier auf jeden Fall weggehen. Freunde, das war's mit dem Video. Jetzt erstmal Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, wieder ein richtig geiles, schönes Video mit einem Gesamtpaket. Ja, Komplettpaket. Straßen und dazugehöriger Laden jetzt hier auch. Der Bloody's Burger. Die Adresse ist unten verlinkt in der Infobox. Und ja, danke fürs Zugucken. Mein Name ist J6, All in the Mix. Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren, kommentieren. Und ja. Wenn ihr euren Senf dazugeben wollt, seid ihr alle herzlich willkommen. Weil immerhin möchte jeder gehört werden im Leben. So sind wir. Wir sind Menschen. Haut rein. Peace out, ja.